das richtig Spaß hier, die Kabel einzuführen, anzuschrauben. Und dann natürlich sinkt der Preis pro geschalteten Kanal. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Beitrag bei Smartest Home. Wir haben heute ein echtes Highlight für euch. Da geht es um das Thema, ich habe es schon mal hingelegt hier, Schaltaktorik. Schaltaktorik, da tut sich sehr viel. Das Highlight eigentlich bei diesem Schaltaktor ist, dass ich die meisten Schaltkanäle pro Teilungseinheit, pro Platz, letztendlich pro Zentimeter im Schaltschrank auf der Hutschiene unterbringen kann. Ja, und das ist wirklich, also wir sind jetzt hier bei 24 Kanälen, also bei 24 Schaltkanälen oder bei 12 Jalousien, die ich damit schalten kann. Ich habe das hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Was ihr hier seht, ist der neue 24-fach Universalaktor oder Schalt-Jalousieaktor von Gira. Das ist die Komfortversion. Die Sportversion könnte man auch sagen, hier ist alles drin, was es gibt. Wir schauen uns mal diesen Schaltaktor genauer an. Wir schauen uns auch heute mal, das habe ich euch ja schon versprochen, ich bringe euch mal ein paar Details, worauf kommt es denn an, wenn ich jetzt hier so einen Schaltaktor kaufe. Ne? Also das muss ja jetzt nicht unbedingt von Gira sein. Es gibt ja auch noch andere Hersteller, andere deutsche Hersteller. Ihr habt ja auch vielleicht den Beitrag gesehen, wo ich schon mal ein bisschen so kritisch meine Meinung geäußert habe zu Schaltaktoren außerhalb der EU oder außerhalb des deutschsprachigen Raumes, wie auch immer. Also, wir gehen heute mal auf ein bisschen näher auf den Schaltaktor ein. Ich stelle euch mal den 24-fach Schaltaktor von Gira vor, ganz neu am Markt. Und wir haben hier eines der ersten Exemplare ergattert. 24. Wir können jetzt hier 24 verschiedene Geräte können wir jetzt hier schalten. Also, ich kann euch das mal zeigen. Das Highlight dieses Aktors ist für mich persönlich, dass ich optimal hier den Platz ausnutze. Also ich habe hier unten 12 Schaltkanäle, die ich habe. Ne? Und das Ganze, ich drehe das mal um. Auch hier oben habe ich nochmal 12 Schaltkanäle. Das seht ihr dann. Ne? Also ich habe hier unten Abgänge und auch hier oben Abgänge. Gab es bisher am Markt oder gibt es überhaupt nicht so? Gibt es andere Hersteller, ne, die dann hier die Klemmen total eng zusammen machen? Und da sind wir auch schon bei dem ganz großen Thema, wenn ich kleine Klemmen verwende, ne, weil hier verwenden wir ziemlich große Klemmen. Wenn ich kleine Klemmen verwende, habe ich natürlich auch ganz schnell hier, ne, wenn ich hier irgendwie hier anschraube, ne, wenn du Elektriker oder Bauherr bist, dann wirst du das wissen, dann wirst du das Thema kennen. 0,8 Newtonmeter ist hier das Anzugsmoment. Ne? Also für die Techniker unter euch, das ist nicht viel. Und wenn man dann das Ganze überdreht, und gerade bei kleinen Klemmen bricht das dann aus. Ne? Und dann kann man bestenfalls den Aktorkanal hier nicht mehr verwenden. Dann ist es kaputt. Jetzt also nochmal von Anfang an. Die Größe von diesem hier, von diesem Schaltaktor mit seinen 24 Ausgängen, das sind 12 Teilungseinheiten. Das ist das Maximale, ne, was ihr in einem so einem Feld, was ihr beim Schaltschrank habt. Ne. Hier hinten ist die Hutschiene. Hier hinten, ne, das wird dann so draufgeklickt, sitzt dann so drin. Nutzt die Breite vollkommen aus. Hier nochmal so etwas kleineres als Vergleich. Oder wenn ihr mal guckt hier, wenn wir mal sehen, wie das ganze Maß ist. Also wir kommen hier 4 auf 21,5 cm. Warum ist das so wichtig, dein Hauptaugenmerk auch auf den Schaltaktor zu legen? Der Schaltaktor leistet Rekordarbeit, ist Jahrzehnte. Also dieses Teil wird Jahrzehnte in eurem Schaltschrank drin sein. Und ich denke mir, das sollte man auf jeden Fall auf Qualität Wert legen, weil ich habe ja viele, viele 10.000 Schaltvorgänge, die hier die Relais, ne, schauen dann auch nochmal rein, wie es drin aussieht, weil einige von euch haben ja immer schon wieder mal gefragt, was ist jetzt der Unterschied zwischen billigen und teuren Aktor? Wir schauen dann mal hier rein. Auch der Clou noch hier bei dem, ich brauche keine Hilfsspannung mehr. Ne? Also ich kann jetzt sagen, ich kann jetzt gemischt hier Steckdosen beispielsweise schalten, Lampen schalten, ich kann auch Jalousien schalten, ne, weil ich kann bis zu 12 Jalousiekanäle schalten. Also wenn ihr mich fragt, in einem kleineren Haus brauche ich nicht mehr allzu viele Aktorik neben diesem Schaltaktor. Brauche ich wirklich nicht mehr. Vielleicht noch ein bisschen was mit Dali, ne, das brauchen wir noch, aber ansonsten haben wir hier die zum Schalten und zum
zum Lichtschalten, zum Schalten von Steckdosen und zum Schalten von Jalousien haben wir hier alles drin. Ne, wenn jetzt ein Haus 48 Jalousien hat, ne, was ich öfters schon erlebt habe, oder über 50 Jalousien, dann braucht man mehr von denen. Die bisherigen Jalousieaktoren, die einige von euch noch kennen, die haben immer eine Hilfsspannung gebraucht. Ne? Das brauchen wir jetzt hier nicht, ne? Sondern die haben jetzt hier bistabile Relais verwendet. Und die bistabilen Relais bedingen natürlich, dass ich dann auch den Trafo hier weglassen kann. Welche Varianten gibt es bei diesem Schaltaktor? Es gibt einmal die Standardversion und die Komfortversion. Was ich hier habe, ist die maximale Version, also 24-fach Komfort. Komme ich noch dazu? Könnt ihr ein bisschen Geduld haben. Ich komme noch zu den ganzen Funktionen. Wir schauen auch in die Produktdatenbanken rein, also die Produktdatenbank. Und der Unterschied zwischen der Standardversion und der Komfortversion ist rein die Software. Also das ist hier dann ein anderer Software-Load, der hier auf dem Gerät drauf ist. Und das kostet ein bisschen mehr, die Komfortvariante. So, warum würde ich mich zum Beispiel für diese 24-fach-Version, warum würde ich mich dafür entscheiden? Erstens, ich spare extrem Platz in meinem Schaltschrank. Ne? Die Schaltschränke werden immer größer, die Häuser werden auch immer größer, die Komfortwünsche werden immer größer, ne? Auch die Außenbereiche, was wir teilweise haben, schalten wir ja auch hier über die Aktorik. Deshalb will ich möglichst pro Teilungseinheit auf der Hutschiene möglichst viele Schaltmöglichkeiten, Schaltkanäle haben. Das ist das erste Thema, also Ausnutzung des Platzes. Und dann natürlich sinkt der Preis pro geschalteten Kanal. Das ist, glaube ich, jedem von euch klar. Also umso mehr ich in einem Aktor drin habe, umso günstiger wird es letztendlich. Das ist auch klar. So, dann haben wir die Abgänge nach oben und nach unten. Das haben wir am Markt bisher noch gar nicht gesehen. Wir haben keine Hilfsspannung mehr. Ganz wesentlich auch, jetzt zeige ich euch wirklich mal, wie es innen aussieht. Wir haben hier die breitesten Kontakte des Marktes. Also ich habe jetzt mal wirklich mal geguckt, was wir so an Konkurrenzprodukten, wenn man sich das anschaut, wie groß da die Kontakte sind. Und das ist wirklich ganz entscheidend. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel, ich weiß, dass dieses Kabel da nicht reingehört, aber bloß als Beispiel für euch jetzt mal, wir haben es übrigens schon am Bus angeschlossen, ne, hier, ich habe jetzt, betätige jetzt gerade mal jetzt die Handbedienung. Hier, das ist ein 4-Quadrat-Kabel. Selbstverständlich kommt das da nicht rein. Also einige von euch, die jetzt schon wieder sagen, boah, der Frank zeigt uns jetzt schon wieder, wie man es gerade nicht macht. Nee, ich will euch bloß mal zeigen, wie hier letztendlich dieses 4-Quadrat-Kabel einfach hier reinpasst. Ne? Und genauso natürlich, wie man es im Standard jetzt hat, das sind wirklich jetzt hier ein 1,5er-Kabel, ne, wie es wahrscheinlich oft zum Einsatz kommen wird, hier, dann könnt ihr das einfach sehen. Genauso 2,5 Quadratmillimeter passt genauso rein, also zwei Stück passen rein. Finde ich schon ziemlich cool, was jetzt hier bei dem neuen Aktor, wie da Wert auf die Klemmen gelegt wurde. Ne? Wir können 16 Ampere maximal schalten, nur das sind 3,68 kW pro Kanal, ist eine ganze Menge. Insgesamt kann dieser Schaltaktor 160 Ampere schalten. Was haben wir denn, wenn wir jetzt hier die Komfortversion mit der Standardversion, die optisch genauso aussieht, was haben wir eigentlich da für Unterschiede? Ich habe das hier jetzt mir mal rausgesucht. Also auch in der Standardversion sind Szenen schon enthalten. Da muss man sich fragen, ob man das überhaupt braucht, wenn man es nicht sowieso dann auf dem Server hat, wo ich das ganze Haus dann steuere und mit Logiken. Also ich würde, würde für mich die Standardversion reichen. Komfortversion 64 Szenen versus 16 Szenen in der Standardversion. Da sind auch schon Szenen dabei. Ich kann da in der Komfortversion die Szenen durchschalten. Das kann ich in der Standardversion nicht. Ich habe Zentralfunktionen, habe ich in der Standardversion auch nicht. Ich habe einen Betriebsstundenzähler, finde ich ziemlich gut. Ne? Also man kann dann hier Betriebsstunden zählen. Für den einen oder anderen vielleicht auch, um dann in der Visualisierung was darzustellen. Finde ich sehr, sehr gut. Ne? Also das spricht jetzt wieder für die Komfortversion. Dann kann ich das Verhalten bei Stromausfall einstellen, weiß ich nicht. Wäre es für mich nicht so interessant. Ich kann Stati abfragen, ne? Also zum Beispiel auch das Thema, wenn ich jetzt einen Schaltschrank öffne, kann ich hier über ein Objekt einstellen, das eben bei allen Aktoren gleichzeitig
der Status angezeigt wird nach Handbedienung. Ne? Das ist die Frage, braucht man es nicht? Ich bräuchte es nicht. So, was die Comfero-Version auch hat, das ist die Lernfunktion. Ne? Also ich habe dann eine Referenzfahrt für die Fahrzeitermittlung bei Rollläden. Ne? Das kennt ihr vielleicht. Ich muss dann nicht immer mit der Stoppuhr hingehen und muss das messen, wie lange braucht die Jalousie von oben nach unten. Das kann der Akteur ja nicht wissen. Und dann trage ich die Werte ein und wenn ich zum Beispiel 48 Jalousien im Haus habe oder noch mehr, ne, bei größeren Häusern, 300 Quadratmeter, 350 Quadratmeter Villa, haben wir das Thema. Ne, das dauert lang, das dauert wirklich lang, wenn man mal von 50 Verschattungen die Fahrzeit ermittelt hat. Oftmals ist es ja ähnlich oder gleich, ne, das ist auch klar. So, und was hat die Komfortfunktion noch? Der hat also die Lüftungsfunktion, finde ich auch eine coole Funktion. Das heißt also, ich mache das Fenster auf und die Jalousie fährt in eine Lüftungsposition an. Wäre jetzt für mich wieder eine Geschichte, spricht für die Komfortversion. So, und dann haben wir noch erweiterte Logiken. Das hat die Standardversion auch nicht. Das bräuchte ich jetzt zum Beispiel nicht, weil ich das mache hier sowieso mit meinem Steuerserver. Ne? Das beispielsweise X1 oder Basalte, Home, was auch immer. Und was jetzt noch für mich ganz entscheidend ist bei so einem Schaltaktor, das ist eigentlich das, was man nicht sieht. Das sind die Schaltrelais hier drin. Na, die sieht man ja nicht. Und ich habe jetzt mal für euch diesen Aktor geöffnet. Na, ich habe jetzt hier den Deckel abgenommen. Das sieht man hier, kann man hier mit so, sind ja hier so Laschen, die rasten ein. Nehmt mal ab und dann schaut euch mal diese Relais an. Da seht ihr ganz genau, dass die Relais wirklich, da ist fast kein Platz mehr dazwischen, zwischen den einzelnen Schaltkanälen. Wir haben einen 24-fach Aktor bei 12 Teilungseinheiten, also Maximum. So, und wenn jetzt jemand sagt, ich wünsche mir gern 32-Kanal-Schaltaktor, das wird in diesem Bereich mit 16 Ampere Schaltlast nicht funktionieren. Also wir sind jetzt wirklich, deshalb für mich ein Highlight, 24 Kanäle, 24 Schaltkanäle oder 12 Jalousiekanäle, Gemischtbetrieb, ist für mich ein Highlight. Also als ich damals angefangen habe mit KNX, vor mittlerweile 13 Jahren, war sowas undenkbar in der Größe. Ne? Und auch zu dem Preis, muss man sagen. Ne? Also damals hat ja ein Kanal zu schalten, war ja viel, viel teurer. Ne? Da gab es damals viel von dieser Firma hier, ne? Von ABB, habe ich also am Anfang sehr oft verwendet. Ja, also man sieht eigentlich wirklich den Fortschritt auch bei KNX im Jahre 2020. Und was ich noch ziemlich toll finde, ist auch die Beschriftung hier. Ja, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Die Beschriftung, also es ist hier alles sehr schön an den Kontakten direkt beschriftet. Ja, man muss hier nicht mehr oben irgendwas draufkleben. Das ist der Kanal 18, ne, beispielsweise. Sondern es ist alles sehr gut beschriftet. Finde ich. Jetzt habt ihr die Relais gesehen. Jetzt glaube ich, schauen wir mal in die Produktdatenbanken rein. Da könnt ihr jetzt mal sehen, in der Produktdatenbank, was wir hier an diesen zusätzlichen Funktionen haben, wozu ich schon gesprochen habe. Also wir haben diese Szenen, die 64 Szenen und also die ganzen Funktionen, Zentralfunktionen, Betriebsstundenzähler, die Lernfunktionen, wenn ich jetzt eine Referenzfahrt bei Rollläden habe, oder die Lüftungsfunktion oder die Logiken. Und was für mich noch ganz, ganz wesentlich ist, wir haben jetzt so kontextbezogene Hilfetexte. Ne? Also warum finde ich das so gut? Weil es ist einfach früher gewesen, oder es ist immer noch so, man hat ein 300-seitiges PDF-Handbuch, was man dann, also derjenige, der dann die Inbetriebnahme macht oder Programmierung gemacht, der muss dann alles durchlesen. Ne? Und wir haben teilweise über 100 Kommunikationsobjekte. Man blickt überhaupt nicht mehr durch. Und was ich hier toll fände, gerade bei dem Gira 24 Schaltaktor, dass da auch Symbole sind. Also grafische Symbole, das hat man bisher noch nie gesehen, ne? In dieser Form jetzt. Ne? Und das ist einfach auch von der Usability her, von der Nutzerfreundlichkeit her, das ist genau die Richtung, wohin es gehen muss. Und wenn ihr meinen Beitrag gesehen habt über die ETS 6, ne? Da tut man ja in Brüssel, ich hätte es fast schon gesagt, man tut sich schwer, man in Brüssel
arbeitet man ganz stark dran, dass die ETS 6 und die folgenden Versionen dann auch mehr so in diese Richtung gehen, ne? wie es eigentlich auch jetzt Gira schon gemacht hat. Wichtig noch für euch vielleicht der Support von KNX Secure, Data Secure, also die Daten können verschlüsselt übertragen werden. Ich sage mal können, man kann auch wieder einen Gemischtbetrieb machen. Ich habe es euch ja auch, glaube ich, schon mal ein bisschen erklärt. Ob man das jetzt so braucht oder nicht, muss Zeta für sich selbst entscheiden. Wenn man nach draußen geht mit KNX-RF, also mit diesem neuen Funk, oder neu ist es ja nicht, mit diesem Funkstandard, ne, dann auf jeden Fall verschlüsselt. Aber ob ich jetzt im Schaltschrank zum Sensor, weiß ich nicht, ob ich das wollen würde. Man kann es machen. Und da habt ihr natürlich an der Seite auch hier diesen Code, ne? Hier, um das einzurichten. Die ETS erkennt das dann auch. Ja, man muss dann diesen Code von Hand erstmal eintippen. Vielleicht gibt es irgendwann mal hier so einen QR-Code-Leser, das man es nicht mehr machen muss. So, das ist vielleicht das, weil viele neue Geräte, Aktoren, Sensoren und dann unterstützen ja diesen KNX Secure-Standard. Ne? Also fällt jetzt bloß ein, der Gira G1X1, das kann man dann eben alles hier, wenn man im Haus in seinem Haus das Ganze einrichtet, kann man das machen. Ne? Und derjenige, der es einrichtet, kann dann entscheiden, mache ich Data Secure, verschlüsselt oder unverschlüsselt, mache ich das nicht. Brauchen natürlich immer beide. Ne? Ich finde auch, die Verarbeitung ist sehr gut. Die Beschriftung ist dezent, aber auch sehr gut. Der Knaller sind hier über die gesamte Anschlussbreite sind die Anschlüsse. Wir haben oben 12 und unten 12. Wir können das universal benutzen, das Gerät. Wir können damit schalten. Wir können damit also alles schalten. Wir können Jalousien damit betätigen. Man könnte auch sagen 12 Jalousien. Und da heißt es nicht ein Universalaktor, aber ich nenne ihn mal Universalaktor. Und in der Komfortversion ist wirklich alles dabei. Da habt ihr Logiken. Da habt ihr Szenen, da habt ihr diese Lüftungsfunktionen für Jalousien, da habt ihr Referenzfahrten, das habt ihr alles dabei. Wer das braucht, nimmt die Komfortversion. Mir würde wahrscheinlich die Standardversion, vielleicht auch die Komfortversion, mit der würde ich liebäugeln. Ne? Und preislich, weiß ich jetzt, hab ich bloß so gehört, sagt Gira, Sie wollen den ein bisschen oberhalb vom Mitbewerb, vom sehr günstigen Mitbewerb platzieren. Ne? Ich möchte jetzt keine Preise hier nennen, weil die sind ja ganz unterschiedlich, Deutschland, Österreich, Schweiz. Das war eine kurze, nee, so kurz war der Beitrag gar nicht, es war ein längerer Beitrag zum KNX-Schaltaktor 24-fach, ne? Der neue von Gira. Wenn das Ganze euch gefallen hat, dann freue ich mich auf einen Daumen, dann freue ich mich auf ein Abo und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen neuen Gira-Schaltaktor findet, weil ich finde, Gira hat viele Jahre seine alten Geschichten gemacht. Jetzt kommt Neues auf den Markt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.